Das jüngste Familienmitglied ist eine Weltneuheit. Robot Star heißt der Sprössling. Vollautomatisch röntgt er in einer streng abgeschirmten Kammer. Ja, genau, und die werden gegriffen von den. Sucht in Autoteilen aus Aluminium nach Rissen. Ein großer deutscher Autobauer hat schon zugeschlagen, will die Anlage, die die Ingenieure in Familienarbeit entwickelt haben. Mein Bruder ist Sales and Marketing. Er ist, kann gut mit Menschen umgehen und Sachen verkaufen. Und ich bin der Techniker und unser Vater ist da der Allrounder. Hajo Schulenburg hatte ursprünglich in seiner Garage eine Software entwickelt, die Röntgenbilder auswertet. Er erkennt, Röntgen ist eine Marktlücke und entwickelt auch die dazugehörigen Maschinen. Aber nicht Geräte fürs Krankenhaus, sondern für Industrie und Sicherheit. Schutz der Mitarbeiter steht in dem Familienunternehmen an oberster Stelle. Kein Strahl darf aus den Röntgenkabinen nach außen gelangen. Regelmäßig wird deshalb gemessen. Dieses Röntgengerät hat Hajo Schulenburg für die Bundespolizei entwickelt, um Sprengstoff aufzuspüren. Einmal alles checken. Erst wenn alle weit genug weg sind, löst es aus. Innerhalb ganz kurzer Zeit muss erkannt werden, was ist denn, ist was Gefährliches drin oder nicht. Und wir arbeiten immer dran, immer genauer und immer schneller. Diese Koffer mit Prüfgeräten sind gerade aus Afghanistan zurückgekommen. Die nächste Bestellung geht nach Rio. Wachdienste und Polizei brauchen die Technik für Kontrollen bei den Olympischen Spielen. Soll ich sie rausbauen oder nicht? Nach dem Studium sind die Söhne ins Unternehmen eingestiegen, haben geholfen, diese Anlage als erste in Serie zu produzieren. Sie kann durch Röntgen zählen, wie viele Computerbauteile sich auf einer Spule befinden. Das ist ganz wichtig für die Produktion oder für den Fortlauf der Produktion, dass man jederzeit weiß, wie viele Bauteile man reinbringt. Und wenn man sich vorstellt, dass auf einmal ein Bauteil fehlt und die Platine nicht zu Ende produziert werden kann, steht die ganze Linie. Früher haben Mitarbeiter aufwendig von Hand gezählt. Firmen setzen aber immer mehr auf Automatisierung. Der Druck aus Fernost ist sehr, sehr hoch auf die Firmen und der Kostendruck ist sehr hoch. Die Alternative wäre, dass die Firmen komplett abwandern und das Werk komplett dicht machen und dann nach China ziehen zum Beispiel. Mit unserer Technologie können wir das verhindern. Wir erhöhen die Effizienz dieser Firmen und dadurch werden dann noch Arbeitsplätze erhalten. Seit 20 Jahren gibt es das Unternehmen. Inzwischen ist es weltweit unter den Top 3 in der Branche. Aber auch sie haben Konkurrenz aus Fernost, von Firmen, die weniger Wert auf Sicherheit legen, wenn sie das Innenleben einer Kamera röntgen, auf teure Schutzkabinen verzichten. Man kann das als Druck oder als Herausforderung sehen. Und wir haben gerne neue Herausforderungen, an denen wir dann auch wachsen. Zu Hause ist die Arbeit aber tabu. Darauf haben sich alle Schulenburgs geeinigt. Denn für den Familienfrieden gäbe es eben auch Sicherheitsvorkehrungen.